Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen zu meinen Top-Büchern von 2019. Es ist ja schon so ein bisschen zu einer Tradition geworden, dass ich am Anfang des Jahres auf das Lesejahr des letzten Jahres zurückblicke und euch meine Tops und meine Flops vorstelle. Einfach nochmal zusammengefasst, auch wenn ihr sie teilweise in den Videos davor schon gesehen habt. Ich habe darauf geachtet, dass es relativ aktuelle Bücher sind auch. Und am Ende gibt es noch eine Bonusrunde mit einem Buch, was ich 2019 gelesen habe, was aber sehr viel früher rausgekommen ist. Das erste Buch, das ich erwähnen muss, ist Liebeskind von Romy Hausmann. Für mich war das der Thriller 2019, der ja auch irgendwie in aller Munde war. Und für mich völlig zu Recht, denn Liebeskind ist einfach außergewöhnlich und sehr, sehr raffiniert erzählt. Es geht um eine Frau, die seit Jahren gefangen genommen wurde, um ein Kind, das aus dieser Gefangenschaft wiederkehrt und um einfach diese Familiendynamiken, die dadurch zerstört wurden, neu kreiert wurden, aber eben auch um ein unglaubliches Verbrechen, was dann in Flashbacks noch erzählt wird. Liebes Kind hat eigentlich eine Geschichte, die man schon x Male in Thrillern irgendwie gesehen hat. Das wirklich Außergewöhnliche hier sind aber die verschiedenen Perspektiven, aus denen diese Geschichte erzählt wird. Liebeskind zu lesen ist wirklich eine Erfahrung, weil wir teilweise diese wirklich unfassbare Geschichte aus der sehr naiven Sicht eines Kindes erzählt bekommen. Und das Ganze ist so authentisch geschrieben, dass man sich wirklich vorstellen kann, dass das hier ein Kind ist, was irgendwie die Erzählstimme ist. Und das kann man auch auf alle anderen Erzählstimmen übertragen. Die verschiedenen Perspektiven haben absolut ihren eigenen einzigartigen Stil, werden dabei aber niemals langweilig. Also normalerweise hat man das bei solchen Büchern ja, dass man irgendwie auf eine andere Perspektive mehr Bock hat als auf eine andere. Bei Liebeskind war das überhaupt nicht der Fall. Diese Handlung war durchgehend spannend und mit so vielen Wendungen irgendwie verstrickt, dass man einfach das nur noch durchsuchten musste. Ich habe das Ganze innerhalb von 2 Tagen durchgelesen und musste danach erstmal innehalten, weil das wirklich eine Geschichte ist, die einen auch mitnimmt. Und das macht auf jeden Fall Liebes Kind für mich zum besten Thriller 2019. Ich war danach auch noch bei der Lesung von Romy Hausmann hier in Hamburg und dabei hat sie mir dieses Buch sogar signiert. Wuhu! Und ich freue mich jetzt einfach nur noch mega auf ihr zweites Buch, was jetzt, glaube ich, im März oder im April, irgendwann jedenfalls Anfang 2020, rauskommt. Die Erwartungen sind hoch, einfach weil ich weiß, wie gut Romy Hausmann schreiben kann und ich hoffe, dass sie das auch bei ihrem zweiten Buch schaffen wird. Und ja, also da bin ich auf jeden Fall ultra gespannt drauf, wie ein Flitzebogen und behalte Liebeskind in sehr, 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 sehr guter Erinnerung. Als nächstes haben wir ein Buch, das es einfach viel, viel mehr noch verdient, bekannt zu werden. Und zwar ist die Rede von Was geschah mit Femke Star von Kerstin Rukik. Ich habe dem Ganzen schon ein eigenes Video gewidmet, das verlinke ich gerne hier oben nochmal. Schaut da auf jeden Fall rein. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle auch nochmal kurz darüber sprechen. Ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden, weil Kerstin, die Autorin, mich selbst angeschrieben hat bei Instagram und mir dieses Buch einfach mal zuschicken wollte. Und ich war schon relativ neugierig, weil ich dieses Buch hier und da auf Instagram schon mal gesehen habe. Aber trotzdem konnte mich eigentlich nichts darauf vorbereiten, was in diesem Buch abgehen wird. Femke Star ist ein Jugendthriller, könnte man sagen. Es ist ein Drama, es ist eine Teenager-Romanze, es ist ein Stück weit Fantasy vielleicht sogar. Also es ist einfach eine sehr, sehr außergewöhnliche Mischung, die man nur greifen kann, wenn man das Buch wirklich liest. Es geht um Femke und Anouk, zwei beste Freundinnen, mit denen etwas ganz, ganz Schreckliches passiert. Femke verschwindet nämlich, keiner weiß so recht, was mit ihr passiert. Und wir als Leser haben eigentlich auf den ersten 200 Seiten auch keine Ahnung, was da eigentlich gerade passiert. Diese erste Hälfte von diesem Buch, ich meine, es hat immerhin 500 Seiten und dann so die erste Hälfte, 250 Seiten, war ich wirklich noch nicht sicher, ob es was für mich ist, ob es mich mit der Art, wie es erzählt wurde, catchen konnte. Es hat mir wirklich einiges abverlangt, dieses Buch weiterzulesen und durchzulesen. Und ich glaube, dass viele, viele Leute dieses Buch nach 100 Seiten zur Seite legen werden, weil es etwas komplett anderes bietet, als man sich vorstellt. Doch Leute, wenn ihr es dann durchgelesen habt, erlebt ihr einfach den größten Mindfuck, den man erleben kann, wenn man ein Buch liest. Und ganz am Ende liegt dieses Buch so unfassbar schwer im Magen und behandelt so wichtige Themen und
ist einfach etwas, was wirklich einen wachrüttelt und einen schockiert und einen mitnimmt. Und wirklich, dieses Buch muss einfach gelesen werden, weil es einfach absolut mit Herzblut geschrieben wurde, absolut krass ist und einfach nochmal zeigt, wozu Literatur eigentlich fähig ist. Wie gesagt, wenn ihr das Buch jetzt zur Hand nehmt, dann hört auf meine Worte, dass der Anfang und diese Hälfte und generell alles erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und sehr skurril ist, aber dass es sich zum Ende hin wirklich lohnt. Glaubt mir einfach und gebt diesem Buch eine Chance und generell, Kerstin Ruhig hat auch noch weitere Bücher geschrieben, die habe ich mir allerdings noch nicht angeguckt, aber vielleicht werde ich das in naher Zukunft mal machen, weil Was geschah mit Femke ist da wirklich mein Jahreshighlight 2019 war und das, obwohl ich dem Buch nicht einmal 5 von 5 Sternen geben würde, aber ich kann mich an jede einzelne Seite aus diesem Buch immer noch erinnern und das ist einfach absolut wichtig und gut und ich liebe dieses Buch wirklich. Ein weiteres Jugendbuch, dieses Mal allerdings auf jeden Fall aus dem Fantasy-Genre, ist Children of Blood and Bone von Tony Adeyemi. Dieses Buch war eine ganze Zeit lang in aller Munde und das für mich auch völlig zu Recht, weil das einfach eine Jugend-Fantasy-Reihe ist, genau nach meinem Geschmack. Das Ganze spielt in einer Welt, in der die Magie verschwunden ist und in der gewisse Leute unterdrückt werden und andere wiederum, ja, die Herrschaft haben. Seli, unsere Protagonistin, hat allerdings die Chance, die Magie wieder zurückzuholen, muss sich dafür aber auf ein ziemlich gefährliches Abenteuer einlassen. Was dieses Buch so unglaublich interessant und gut macht, ist nicht die Tatsache, dass zu 90% Schwarze hier die Hauptrolle spielen. Dafür wurde es sehr, sehr, sehr gehypt und sehr, sehr gelobt, klar. Diversität ist immer etwas, was wir auf jeden Fall brauchen heutzutage. Was dieses Buch aber wirklich einfach hervorragend macht, ist die Dynamik zwischen den Charakteren. Das ist sehr, sehr glaubwürdig ausgearbeitet. Diese ganze Welt, in der das hier spielt, ist sehr glaubwürdig und ist eben mit so ein paar gesellschaftskritischen Themen einfach angereichert, die sehr, sehr gut eingewebt wurden und überhaupt nicht störten. Ganz im Gegenteil, ich fand, das war ein sehr, sehr rundes Paket. Es war nur der erste Band einer, ich glaube, fünfteiligen Fantasy-Reihe soll es werden. Und ich freue mich mega auf den zweiten Band, den es ja jetzt schon auf Englisch gibt. Aber da ich diesen ersten Band hier auch auf Deutsch gelesen habe, werde ich das auch mit dem zweiten so machen. Und dann könnt ihr euch da auf jeden Fall auch wieder auf die Rezension freuen. Das, wie gesagt, für Fantasy-Fans, Jugend-Fantasy-Fans, auch mit ein bisschen Romantik, mit ein bisschen Magie und sowas, ist das eine 1A-Geschichte, handwerklich top und einfach, ich glaube, für jeden ist da irgendwie was drin, was er sich daraus ziehen kann. Das Gleiche gilt im Übrigen für die Zeuginnen von Margaret Atwood. Davon habe ich jetzt ja schon ein paar Mal öfter gesprochen, auch schon auf meinem Instagram-Account, aber auch hier auf YouTube, was daran liegt, dass The Handmaid's Tale und Der Report der Magd einfach für mich ein absolutes Highlight ist. Und die Zeuginnen hat diese Geschichte weitergesponnen mit Bravour. Man kann eigentlich gar nicht genug betonen, was für eine literarische Schwere und was für eine Macht dieses Buch und diese Frau, Margaret Atwood, einfach besitzen. Wenn man diese Bücher liest, kann man eigentlich nichts anderes als zu staunen über die Gedanken und über die Prosa, die Margaret Atwood hier reingelegt hat. Man kann nicht anders als mitfühlen und man kann nicht anders als erschrocken sein. Und natürlich erfordern diese Bücher irgendwie auch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit und ein gewisses Maß an dem Willen, quasi eine Dystopie zu lesen, die vielleicht ein bisschen literarischer ist und nicht so 0815 ist. Aber wenn man sich darauf einlässt und wirklich komplett nach Gilead, wo dieses Buch hier spielt, eintaucht, dann ist das auf jeden Fall etwas, was einem sehr, sehr viel Lesevergnügen bescheren wird, da bin ich mir sicher. Schaut auch an dieser Stelle auch nochmal an die Serie The Handmaid's Tale, ne? Wisst ihr, ich höre mich an wie ein kaputter Plattenspieler, ich habe diese Serie schon so oft gehypt. Und jetzt guckt sie bitte einfach und lest die Bücher. Die Zeuginnen war genauso gut wie Band 1. Und ich bin gespannt, was Margaret Atwood noch zu bieten hat. Ich habe auch noch ein paar mehr Bücher von ihr hier auf dem Sub, die ich mir auf jeden Fall bald geben werde. Und ja, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Aber ich habe ja auch schon oft genug über diese Bücher hier geredet. So, dann gibt es noch ein Buch, über das ich schon ganz, ganz lange reden wollte, aber es nicht durfte, weil es erst am 13.01. rauskommt. Das ist heute. Und deswegen ist es eigentlich ein bisschen unfair, dass ich euch das schon zeige als bestes Buch 2019, aber ich habe es nun mal de facto 2019 schon gelesen.
Und zwar ist das Three Women, drei Frauen von Lisa Tadeo. Das hier ist wirklich wieder absolut ein etwas anspruchsvollerer Roman. Wenn man seichte Unterhaltung möchte, sollte man hier nicht rangehen. Aber mich hat dieses Buch dazu gebracht, auch einfach wieder mehr in diese Richtung lesen zu wollen. Das Ganze basiert auf wahren Geschichten, denn Lisa Tadeo, ich hoffe übrigens, ich spreche sie richtig aus, hat es sich zur Aufgabe gemacht, drei Frauen mit unterschiedlichen Erlebnissen, mit unterschiedlichen Geschichten zu interviewen und diese Geschichten in einen Roman zu packen. Dementsprechend behandelt dieses Buch hier die Geschichte von drei Frauen aus drei völlig unterschiedlichen Frauen aus unterschiedlichen Schichten, mit unterschiedlichen Familiendramen. Wir haben zum Beispiel ein Mädchen, das sich in ihren Lehrer verliebt. Wir haben eine Frau, die in einer offenen Beziehung steckt. Und wir haben eine Frau, die einfach sexuell komplett frustriert ist und eine Affäre mit einem neuen Mann beginnt. Es geht also ganz, 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 ganz viel um Sexualität, um Verlangen, um Neid, um Familienzerwürfnisse. So etwas, was Frauen eben einfach beschäftigt. Und dabei wird ein ziemlich unverhohlener und sehr, sehr ungefilterter Blick auf die Leben dieser Frauen geworfen, mit wirklich sagenhaften Monologen und wirklich, wirklich gut geschriebenen Sexszenen auch, muss man einfach sagen. Es ist auf jeden Fall ein Drama mit ein bisschen so einem Erotik und vielleicht sogar ein bisschen so einem Comedy-Aspekt. Ganz, ganz unterschiedlich fallen diese verschiedenen Geschichten aus und alle sind einfach für sich grandios. Wenn ihr auf so etwas Bock habt, dann ist Three Women auf jeden Fall das Richtige. Mich hat's ultra begeistert und ich werde da demnächst auch noch ein weiteres Video zu drehen, weil es mich einfach dazu gebracht hat, dass ich mich literarisch ein bisschen weiterbilden möchte, auch ehrlich gesagt. Und noch eine Bonusrunde, denn dieses Buch ist längst erschienen und ist auch schon Asbach uralt, aber ich habe es 2019 das erste Mal gelesen. Und zwar ist die Rede von The Green Mile von Stephen King. Ich habe es endlich geschafft, dieses Buch zu lesen und habe mich danach wirklich gefragt, alter Schwede, warum hast du das nicht schon früher getan? Denn das hat sich direkt in die Top 5 meiner Lieblings-Kings verankert. Ich glaube, die allermeisten kennen die Geschichte alleine schon durch den gleichnamigen Film mit Tom Hanks, den ich auch direkt danach geguckt habe und wo kein Auge trocken geblieben ist. So viel kann ich euch verraten. Es geht um einen Schwarzen, der zum Tode verurteilt wurde, weil er angeblich zwei Kinder vergewaltigt und getötet haben soll. Bald stellt sich aber heraus, dass mit diesem Gefängnisinsassen etwas nicht stimmt und dass er über Fähigkeiten verfügt, die ihn vielleicht zu einem besseren Menschen machen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr doch nicht wisst, wie diese Geschichte ausgeht, ich sage nichts weiter, außer dass sie mich fertig gemacht hat und einfach nur begeistert hat, dass ich es wieder innerhalb kürzester Zeit, obwohl es ein 700 Seiten Schinken ist, durchgesuchtet habe. Stephen King at its best mit all seinen Facetten, mit geilen Charakteren, die absolut dreidimensional agieren, mit völlig verrückten Ideen, wie zum Beispiel einer Maus, die einem einfach ans Herz wächst. Es ist einfach alles. Alles in einem Buch. Ich liebe es. Und das war für mich auf jeden Fall ein Highlight, an das ich mich auch immer zurückerinnern werde. Und wenn ihr keinen Bock habt zu lesen, dann schaut euch wenigstens den Film an, weil ich habe selten eine Verfilmung gesehen, die so nahe am Buch war. Das war wirklich unglaublich und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das soll es gewesen sein. Das waren meine Highlights von 2019. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was eigentlich eure Bücher-Highlights waren. Jetzt sage ich erstmal wieder danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ciao.